zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe hier ein Unboxing. Ihr habt es schon gesehen im Thumbnail. Ich werde das Ganze hier jetzt schon mal öffnen und würde sagen, euch wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade dabei, das zu öffnen. Ich mache die Audio hinterher, wie ihr bestimmt auch schon bemerkt habt. Und zwar wollte ich euch einfach mal eine tolle Aufbewahrung Nachzuchtbox zeigen, beziehungsweise so in der Art wie eine Faunabox. Ach so, ja, kennt ihr das? Da war ich gerade so da am Drücken. Ich liebe das einfach. Wer kennt's auch? Und wer hat das auch immer gemacht? So, hier seht ihr jetzt auch mal die Verpackung. Und das ist so eine kleine. Da wollte ich dann meine Babyschnecken aufziehen. Ja, direkt Babys auch nicht, die ein bisschen größer sind. Werdet ihr aber auch gleich im Video sehen. So, ich glaube, das war da noch an der Seite zugeklebt. Da gehe ich dann auch noch mal mit so einem Messer vorsichtig einmal rum zu. Ich möchte ja auch da nicht irgendwie reinschneiden und das beschädigen. Das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich dann. Ja, ihr seht, die Ringleuchte habe ich auch an. So, da ist dann noch mal so eine Folie drum. Das hole ich dann auch mal vorsichtig raus. Ich kann euch auch den Preis hier unten einblenden und auch die Maße. Wie gesagt, da möchte ich dann eben halt meine kleinen Schnecken aufziehen, die noch nicht ins große Terrarium können, weil die noch einfach zu klein sind. Da finde ich die Größe perfekt und ich brauche die nicht in diese Aufbewahrungsboxen, wo ich ja vor kurzem ein Video dazu gemacht hatte. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ansonsten schaut gern in meiner Playlist vorbei. Ich finde dies eine richtig tolle Sache. Hier war auch noch so ein Teile noch mit dabei. Das kann man auch irgendwie noch richtig verschließen, die Box. Aber das braucht gar nicht. So, ihr seht da auch einmal so die Löcher. Oben auch. Das finde ich auch toll. Dann braucht man das Ganze auch nicht ganz öffnen. Natürlich kann man auch den ganzen Deckel abmachen. Zeige ich euch hier auch im Video. Und ich werde das Ganze dann auch natürlich mit euch noch zusammen einrichten. So, und da seht ihr das dann hier auch noch mal ein bisschen besser. Richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Qualität. Da hat man dann auch noch mal so einen Zugang. Und ja, dann würde ich sagen, werde ich dann auch mal anfangen gleich mit einrichten. Und das ist auch hart, wie ihr sehen könnt. Da kommt dann ja auch gut Luft rein und die Luftfeuchtigkeit, die bleibt mir natürlich auch erhalten. Ich blende euch ja auch nochmal Bilder ein oder ich filme das Ganze so nochmal ab. Da seht ihr das dann nämlich auch nochmal besser. Und für so kleine Schnecken aufziehen finde ich das perfekt. Ihr habt ja mein Video sicher ja gesehen mit den Aufzuchtboxen. Kann man auch machen. Aber ich muss sagen, da finde ich dann halt doch dieses hier besser. Ich habe das entdeckt und ich dachte, wow, das muss ich einfach haben. Hier seht ihr auch nochmal das von Nahen nochmal ein bisschen besser. Lässt sich auch gut öffnen und schließen. Wie gesagt, man kann es auch richtig fest verschließen. Aber das brauche ich bei meinen Schnecken nicht machen. Und ja, hier seht ihr die Verpackung nochmal. Und hier fange ich dann auch schon mal an, das Ganze einzurichten. Ihr seht da auch mein Calciumcarbonat, den ich immer zum Aufkalken verwende. Das kennt ihr ja auch alles, wie ich das mache und mische. Aber ich möchte euch das hier trotzdem nochmal so im Video zeigen. Ich kann euch das vielleicht auch noch mal unten auch in der Infobox reinsetzen, was ich alles so für Substrat verwende, welchen Calciumcarbonat zum Aufkalken ich verwende und, und. Vielleicht setze ich mal alles so in der Infobox mit rein. Dann könnt ihr dort auch immer mal reinschauen. Also nur dann bei den Schneckenvideos werde ich das dann in der Infobox mit reinsetzen. Das werde ich wohl bei meinen anderen Videos auch mal in Angriff nehmen und die Infobox mal so ein bisschen bearbeiten und dann werde ich das da alles mal so nach und nach reinsetzen. Da könnt ihr dann ja auch mal immer
reinschauen in der Infobox. So, ich mache hier gerade ein bisschen den Tisch sauber, weil ich da ein bisschen nebengeklebt hatte. Und die Box eignet sich übrigens nicht für frisch geschlüpfte Schnecken, da die an der Seite, diese Luftlöcher, viel zu groß sind. Da können so ganz kleine Babyschnecken durch. Bei der schwarzen, da sind die Löcher etwas kleiner, aber an der Seite sind die Luftlöcher doch schon groß. Und man hat obendrauf auch noch so ein kleines, großes Loch. Ich weiß nicht, ob ich euch das hier gleich auch noch zeigen werde im Video. Aber ihr habt das ja sicher auch gesehen gehabt. Da müsste man dann ja vielleicht irgendwie was abdecken oder so. Aber die Box wäre nicht zu empfehlen für frisch geschlüpfte Babyschnecken. Ihr habt ja auch gesehen, wie ich meine Babyschnecken, in welchem Behälter ich aufziehe. Und hier mache ich nun gerade, ja, Laub noch mit rein, frisches Moos. Ich habe das Ganze auch noch alles eingesprüht gehabt, wie ihr gesehen habt. Da die Schnecken das ja auch gerne feucht mögen, nicht zu nass, das ist klar. Und hier sprühe ich auch noch mal den Laub ein bisschen mit ein. Ich gebe dann auch so ganz kleine Sepia-Stückchen mit rein, nicht zu groß. Da das ja noch etwas kleinere Schnecken sind, mache ich das meistens immer so ein bisschen kaputt brechen. Dann hat man mehrere Stücke, dann kann man das so ein bisschen verteilen. Ich habe jetzt keine Schale verwendet, also keine Futterschale. Ich hatte jetzt keine kleine gefunden. Ansonsten eine kleine Futterschale nehmen, dann liegt das ja auch nicht so direkt auf dem Boden. Ich habe jetzt so vom Salat einfach die Blätter als Unterlage und habe da dann einfach Tomatenstückchen, Karotten, wie ihr sehen könnt, draufgegeben. Ab und zu kriegen die Schnecken auch mal Champignons. Ihr wisst ja, was ich so meine Schnecken gebe. Dazu hatte ich ja auch mal ein Video gemacht. Da hatte ich ja auch so eine Fauna-Box mit euch zusammen eingerichtet. Da habe ich euch auch mal einfach so ein paar Sachen gezeigt. Und da habe ich auch, ja, euch gezeigt, was ich so für Bodensubstrat verwende und wie ich das Ganze anmische und. Wie gesagt, ich habe eine Playlist, da könnt ihr einfach ja mal vorbeischauen, falls ihr da die anderen Videos noch nicht kennen solltet. Ich reibe hier dann auch noch mal so ein bisschen mit der Sepia-Schale so ein bisschen rüber auf das Futter. Ab und zu mache ich das mal und sprühe das dann noch so ein bisschen mit ein. Ja, das Ganze ist jetzt fertig eingerichtet. So schaut das aus. Die Schnecken, die vergraben sich auch. Das sind Weinbergschnecken, die Helix Bromatia. Und Äste kommen da auch noch rein. Dann kommt natürlich auch noch so eine kleine Futterpflanze mit rein. Da haben die dann auch noch mal gleichzeitig Futter, aber auch Versteckmöglichkeiten. Die verstecken sich dann ja auch an die Blätter gerne darunter auch und die vergraben sich ja auch. Ich habe hier jetzt drei kleine Helix Bromatia. Das reicht auch für diese Größe. Besser wäre auch eine etwas größere, aber ich habe jetzt erstmal diese kleine hier, weil ich möchte das auch, dass sie sich gut entwickeln und auch gleich zu der Futterstelle gelangen und auch genügend Kalk aufnehmen, damit die sich auch schön entwickeln, wie gesagt, und auch ihr Häuschen schön aufbauen. Ihr seht das ja hier auch. Und sobald die größer werden, kommen die dann in einer etwas größeren Fauna, Faunarium oder Faunabox. Da gibt es ja mehrere Begriffe, Bezeichnungen für. Ich werde euch aber hier die genaue Bezeichnung mal mit einblenden, falls ihr die euch auch holen möchtet. Ist keine Werbung, aber irgendwie doch auch schon, aber keine Kooperation. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hab alles selber bezahlt. Ich habe keine Kooperation oder so mit denen. Alles selber bezahlt. Das muss man ja auch immer erwähnen. Und die Schnecken, wie ihr sehen könnt, trinken auch hier die Wassertropfen, denn ich habe da jetzt keine Wasserschale. Die werde ich natürlich auch noch reinstellen, so eine kleine Wasserschale, denn die Schnecken baden ja auch gerne. Trinken haben die dann auch, aber so haben die ja erstmal die Wassertropfen, aber ich werde später dann,
wenn ich das Video fertig habe, noch so eine kleine Wasserschale mit reinstellen. Denn ich hatte jetzt keine gefunden auf der Schnelle, aber ich habe noch eine da in meinem Terrariumschrank. Da müsste noch so eine kleine Schale sein. Ansonsten kann man ja auch erstmal so einen Deckel oder so verwenden. Von Gammarus zum Beispiel diesen gelben Deckel als kleine Wasserschale. Und hier seht ihr auch nochmal so meine Schnecken vernarrt. Ich dachte, ich zeige euch das Ganze nochmal. Aber die Schnecken können auch schon bald in das große Terrarium. Aber ich möchte die noch ein bisschen hier drin aufziehen, damit sich das Häuschen auch schön entwickelt. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt auch gar nichts mehr ein, was ich noch erzählen könnte. Ich habe mir übrigens noch eine bestellt. Dazu kommt dann nächste Woche noch ein Video. Und es kommt demnächst auch noch andere Schneckenvideos. Dazu möchte ich aber noch nicht so viel verraten. Es kommt eine neue Art. Und ja, ich möchte nur nicht so viel verraten. Das werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich bekomme auch demnächst ein neues Terrarium. Vielleicht kann ich dann auch noch mal so ein Video machen. Ah, hier seht ihr auch übrigens das Loch, was ich meinte. Da würden die kleinen Babyschnecken übrigens dann ausbüchsen. Und an der Seite die Luftlöcher. Oben würde noch gehen, da kommen die nicht so durch. Darum ist diese Box für ganz, ganz, ganz kleine Babyschnecken nicht geeignet. So, ich zeige euch hier noch so ein paar Nahaufnahmen. Was wollte ich doch erzählen? Genau, ich bekomme demnächst noch ein Terrarium. Vielleicht mache ich nochmal so ein Video, wie ich ein Terrarium einrichte. Sowas habe ich ja auch noch nicht gemacht. Falls ihr sowas sehen wollt. Und ansonsten hatte ich euch ja immer so gezeigt, wie ich so kleine Boxen und Faunarium und Faunabox so einrichte. Aber so ein Terrarium habe ich euch nur mal so ein kleines Video mal dazu gemacht, so einen kleinen Einblick. Oder wenn ich mal so Hauls gedreht hatte, am Ende des Videos euch nochmal so mein Terrarium abgefilmt und meine Schnecken. Beim letzten Mal hatte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Da hatte ich so ein kleines Haul. Aber manchmal mache ich das dann hier noch am Ende des Videos, euch dann nochmal so meine Schnecken zeigen oder so einen kleinen Einblick noch ins Terrarium. Ach so, was ich euch noch sagen wollte, bevor ich das Video beende. Ihr seht das ja, ich habe hier 3 Schnecken in dieser Box und 4 wäre schon zu eng. Dann sollte man eine etwas größere nehmen, da gibt es ja verschiedene Größen. 3 ist noch in Ordnung für diese Größe, aber die Schnecken kommen ja eh bald ins große Terrarium. Ist ja nur eben kurz noch fürs Übergang, damit sich das Häuschen noch ein bisschen besser entwickelt. Und dann können sie auch in das große Terrarium. So, hier habe ich das jetzt im Wohnzimmer aufgestellt, wie ihr sehen könnt. Ich dachte, das drehe ich dann nochmal ab hier am Ende. Und dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich sagen, werde ich das Video an dieser Stelle beenden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.